Und der letzte Bereich, den ich ansprechen möchte, der aber für mich ganz besonders wichtig ist, ist der Bereich der Pharmaindustrie. Eine gemeinsame Zulassung im Rahmen eines gemeinsamen transatlantischen Marktes heißt, dass Medikamente, die in den USA zugelassen werden, auch in der Europäischen Union, auch in Österreich zugelassen werden. Jetzt hat man in den Vereinigten Staaten ein völlig anderes Verhältnis zu Medikamenten als hierzulande. Hierzulande geht man immer noch vorsichtiger mit Medikamenten um, vor allem dann, wenn es um Kinder geht. Sie müssen wissen, dass in den USA über 1 Million Kinder mit sogenannten Entwicklungsstörungen, bei uns werden sie lebhafte Kinder genannt, mit Psychopharmaka behandelt werden. Man könnte auch sagen, sie werden mit Psychopharmaka misshandelt. Es sind meist hyperaktive Kinder, die hier mit Ritalin von der Firma Novartis zurückgestellt werden. Und Gott sei Dank ist man hier in Europa weniger großzügig, hier ist man vorsichtiger, aber wenn es diesen gemeinsamen Markt gibt, dann gibt es auch die Zulassung in Österreich. Und das ist für die großen Pharmabetriebe natürlich ein riesiges Geschäft. Und den ersten Schritt hat die EU-Arzneimittelagentur bereits im Juni 2006 gesetzt. Man hat nämlich den Stimmungsaufheller Prozac für Kinder über 8 Jahren zugelassen. Und ich halte das für hochproblematisch. Das ist ein Antidepressivum und Sie wissen, dass bei einem Antidepressivum der Serotoninstoffwechsel im Gehirn verändert wird und das kann für einen jungen Menschen, der noch im Wachstum ist, nicht von Vorteil sein. Es ist, wenn jemand an Depressionen leidet und er hat eine schwierige Phase, dann soll er auch dieses Antidepressivum nehmen. Das ist wichtig, gemeinsam mit der Therapie. Aber ein Kind, dessen Gehirn sich noch verändert, zu quälen, indem man in den Serotoninstoffwechsel eingreift, das ist hochproblematisch. In den USA konsumieren 20 Millionen Menschen dieses Arzneimittel. Meine Damen und Herren, es ist uns daher sehr wichtig, dass sich auch die heimische Politik zu diesem transatlantischen Abenteuer äußert, denn es kann nicht sein, dass sich die Frau Merkel mit dem Herrn nicht Barolo, sondern Barroso zusammensetzt und diese Vereinbarung trifft und die Nationalstaaten nicht zu sagen und auch nicht gefragt werden. Hier muss das Außenministerium aufstehen. Hier müssen wir uns ganz klar dagegen wehren. Wir sind Freunde der Vereinigten Staaten von Amerika, aber es gibt keine Handelshemmnisse. Der Handel zwischen Europa und den Vereinigten Staaten funktioniert. Er funktioniert. Und dazu brauchen wir nicht diese Rahmenvereinbarung, die nur dazu dient, der Gentechniklobby und der Pharmalobby Tür und Tor nach Europa zu öffnen.